Vielleicht Spikey festgesteckt. Na ja, dann müssen wir ihm da raushelfen. Er steckt immer noch fest. Wenn Spikey feststeckt, wie wir ihn lose machen. Entschuldige dich, Spikey! Oh nein! Wo ist Spikey hin? In die Loch. In die Loch? Noch nicht gut! Vielleicht will er die kleinen Saurier sehen. Nein, sie leben auf der anderen Seite vom großen Tal. Vielleicht da unten was ist, etwas Grusigliches. Grusigliches? Oh nein, nein, nein. Spikey? 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 Ich glaube nicht, dass Spikey mich gehört hat, denn ich habe Spikey auch nicht gehört. Und ich habe ihn auch nicht gesehen. Sei vorsichtig, Petri. Du willst doch nicht auch reinfallen. Reinfallen? Oh, wie kriegen wir Spikey da wieder raus? Keine Ahnung. Er ist kein so guter Kletterer. Wir müssen Hilfe holen. Hilfe ist gut, aber ich möchte Spikey nicht alleine lassen. Nein, nein, nein. Dann gehen wir und du bleibst hier. Na schön, aber beeilt euch. Angestellt. Spikey in Loch gefallen. Na und? Es ist zu tief, er schafft es nicht alleine raus. Gute Güte. Wenn ich Spike wäre und in ein Loch gefallen wäre, dann würde ich lieber nicht Spike sein. Kann er sich denn nicht rausgraben? Um sich rauszugraben, braucht er einen größeren Kopf. Naja, wenigstens habe ich nicht so einen kleinen Kopf. Ja, aber wenn dein Kopf auf Spikey wäre, dann wäre er nicht Spikey. Und du wärst nicht du. Ich fürchte, ich muss Ruby in diesem Fall recht geben. Spike besitzt nicht so einen starken Dickschädel wie ein Dreihorn. Er hat auch nicht so einen langen Hals wie, na ja, wie ein Langhals. Aber wie kriegen wir Spike denn da raus? Könnten Sie uns vielleicht helfen, Spikey zu retten, Meister Plattnase? Ich denke schon, Kinder. Komm, zeigt mir den Weg. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Da fällt mir was ein. Du bist dran. Wer ist das? Was macht er hier? Und warum ist er mein Bett? Du
Ich verschwinde. Hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Nein! Hau ab! Was das bedeutet. Auf Abenteuerreise gehen wollen sie und finden's wunderschön. Sie wollen Abenteuer sehen und ich weiß nicht wieso. Doch sowas interessiert mich nicht. Ein Baumstern, das ist was für mich. Doch sie wollen ja immer nur auf Reisen gehen. Was sie auch machen, eins ist klar, es bringt uns alle in Gefahr. Jetzt gehen sie los, was mach ich bloß? Auf Abenteuerreise gehen, das find ich ganz und gar nicht schön. Ehrlich gesagt find ich das blöd, denn auf die Reise muss der Spike. Selbst Spikey will die Hartes-Wasser-Naschereien suchen. Jap, jap, jap. Naja, was soll ich machen? Das neue Baumsternlied wird lauter. Kommt das nicht? Das neue Baumsternlied kommt von irgendwo anders her. Da! Es kommt von da drüben. Wollen wir nicht lieber da lang gehen? Ja, toll, das gefällt mir.